Schreibprojekte an der Universität müssen geplant werden, um erfolgreich zu sein. Der Dreh- und Angelpunkt dabei ist die Fragestellung, die Sie durchs Forschen und Schreiben beantworten wollen. Eine Fragestellung lässt sich aber nicht so einfach aus der Luft greifen, sondern entwickelt sich meistens Stück für Stück. Es ist vollkommen okay und normal, erstmal mit ein paar vagen Ideen zu beginnen und diese zu einer einheitlichen Frage zusammenzusetzen. In diesem Video stelle ich Ihnen eine Methode vor, mit der Sie das systematisch tun können, indem Sie die wichtigsten Aspekte Ihrer Forschung reflektieren. Neben der Fragestellung selbst gibt es vier solche Aspekte. Und indem Sie zu jedem dieser Aspekte ein paar Ideen festhalten, können Sie relativ schnell ein Konzept für Ihre Arbeit entwickeln. Ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel die Einbettung Ihrer Arbeit in wissenschaftliche und gesellschaftliche Debatten. Sie müssen sich überlegen, in welchem Kontext Ihr Thema eingebunden ist und welche Anknüpfungspunkte es deshalb für Ihre Arbeit geben könnte. Also beispielsweise, welche Forschung bereits zu Ihrem Thema existiert oder für wen Ihre Ergebnisse relevant sein könnten. Ganz wichtig ist natürlich auch das Objekt Ihrer Forschung selbst, Ihr Untersuchungsgegenstand. Das können je nach Fachgebiet erhobene Rohdaten sein, aber auch Primärquellen, bestimmte Werke oder ganz allgemein ein Phänomen, das Sie mit Ihrer Forschung besser verstehen wollen. Ganz wesentlich für wissenschaftliche Arbeiten sind natürlich auch die Werkzeuge, mit denen man Forschung durchführt. Dazu zählen die Konzepte, mit denen Sie Ihren Untersuchungsgegenstand analysieren, und die Theorien, aus denen diese Konzepte gewonnen werden. Auch über die konkreten Methoden, mit denen Sie Daten erheben, Material finden oder Ergebnisse gewinnen, sollten Sie sich an dieser Stelle Gedanken machen. Zuletzt steht oft das konkrete Vorgehen, also eine Beschreibung der Schritte, die zur Beantwortung Ihrer Fragestellung notwendig sind. Es kann dafür sehr hilfreich sein, die Teilfragen aufzulisten, in die sich Ihre Fragestellung untergliedern lässt, und einen Plan für notwendige Recherchearbeit aufzustellen. Okay, das waren die vier Planungsaspekte, aber bevor Sie jetzt versuchen, nacheinander Ideen dazu zu sammeln, gibt es noch einen ganz wichtigen Trick bei dieser Methode. Alle diese Aspekte hängen miteinander zusammen. Zum Beispiel wirkt sich eine Änderung am Untersuchungsgegenstand direkt darauf aus, welche Untersuchungsmethode Sie wählen sollten. Und die Fragestellung selbst steht auch in Wechselwirkung mit Forschungskontext, Objekt, Mittel und Vorgehen. Sie sollten also versuchen, diese fünf Aspekte nicht nacheinander, sondern miteinander zu planen. Ich weiß, das klingt ein bisschen verwirrend, aber ich zeige Ihnen gleich mal an einem Beispiel, wie ein solcher Prozess aussehen kann. Für dieses Video habe ich die fünf Planungsaspekte mal auf miro.com nachgebildet, aber Sie finden auf der Webseite des Schreibzentrums auch ein Arbeitsblatt damit. Als Beispiel habe ich mir überlegt, wie ich vorgehen würde, wenn ich Germanistik studieren würde und für meine allererste Hausarbeit unbedingt etwas über Kafka schreiben wollte. Dann würde ich hier mit dem Untersuchungsgegenstand anfangen und mich vielleicht auf die Verwandlung festlegen. Das ist noch ein ziemlich breiter Untersuchungsgegenstand, deshalb überlege ich mir, was ich an der Geschichte besonders spannend fand und worüber ich gerne mehr herausfinden würde. Sagen wir mal, mich interessiert weniger der Protagonist selbst, sondern eher die Art und Weise, wie seine Familie mit der Transformation umgeht, wie sie gewissermaßen um den verlorenen Sohn trauern. Das wäre dann mein vorläufiger Untersuchungsgegenstand, das Motiv der Trauer in Kafkas Verwandlung. Diese Stichworte sind schon genug, um eine erste oberflächliche Literaturrecherche zu starten, damit ich ein paar Anknüpfungspunkte für meine Arbeit identifizieren kann. Meistens ist es sinnvoll, das Thema zunächst in Fachenzyklopädien nachzuschlagen, dann im Online-Katalog der Universitätsbibliothek und schließlich in Fachdatenbanken zu suchen. Diese Schritte im Detail durchzugehen würde hier ein bisschen zu weit führen, aber falls Sie mehr über Literaturrecherche erfahren möchten, kann ich Ihnen die Erklärvideos des Zentrums für Geisteswissenschaften empfehlen. Dort finden Sie gleich mehrere Module zu dem Thema. Auch auf der Webseite der Universitätsbibliothek gibt es unter Service hilfreiche Tipps und bei Interesse können Sie sich dort auch jederzeit für Schulungen anmelden. Nach ein bisschen Suche konnte ich auf jeden Fall schon ein paar Werke finden, die ich mir hier notiert habe.
Beim Reinschauen in die Inhaltsverzeichnisse und Zusammenfassungen ist mir dabei auch schon aufgefallen, dass dieses Thema in den Literaturwissenschaften oft aus psychoanalytischer Perspektive behandelt wird. Deshalb schreibe ich mir das hier als potenzielles Untersuchungswerkzeug rein. Auch auf den Begriff der Trauerarbeit bin ich dabei immer wieder gestoßen. Das könnte also vielleicht ein wichtiges Analysekonzept für meinen Text sein. Wenn ich mir das so anschaue, denke ich auch, so langsam eine Frage formulieren zu können. Mich interessiert eigentlich, inwiefern das Verhalten der Familie erfolgreiche Trauerarbeit darstellt. Vielleicht sollte ich auch nicht gleich nach dem Verhalten der ganzen Familie fragen, sondern nur nach einer Person. Dafür bietet sich am ehesten wahrscheinlich Grete, die Schwester, an. Obwohl es auch spannend wäre, die Vaterfigur unter dem Aspekt der Trauer zu betrachten, aber man kann nicht alles auf einmal behandeln. So oder so ist das automatisch auch eine Veränderung am Untersuchungsgegenstand, deshalb ändere ich das hier. Mit der Fragestellung ausformuliert, lassen sich jetzt auch Vermutungen darüber anstellen, was die Relevanz der Arbeit sein könnte. Je nachdem, was sich bei genauerer Literaturrecherche ergibt, könnte die Arbeit einen neuen Blickpunkt auf eine bekannte Figur darstellen und so einen kleinen Beitrag zu einem besseren Verständnis von ihr liefern. Oft ergibt sich aber erst spät im Schreibprozess eine genaue Begründung der Relevanz, weil dafür klar sein muss, auf welche Forschungsliteratur die Arbeit im Detail Bezug nimmt und welche Antworten dort gegeben werden. Lassen Sie sich also nicht entmutigen, falls Ihnen hier nicht direkt etwas einfällt, so wie alle anderen Planungsaspekte, lässt sich auch dieser im Schreibprozess noch ergänzen. Zum Vorgehen lässt sich abschließend auch schon einiges sagen. Als allererstes sollte ich meinen vorläufigen Plan mit dem oder der Dozentin absprechen. Es kann sehr gut sein, dass ich mir hier eigentlich viel zu viel vornehme und selbst wenn meine Fragestellung so akzeptiert wird, könnte ich auf jeden Fall noch Tipps zur Methode und weitere Sekundärliteratur gebrauchen. Am besten nehmen Sie einfach Ihre Notizen zu den 5 Planungsaspekten in eine Sprechstunde mit und lassen sich Feedback darauf geben. Es ist ganz normal und wichtig, Unterstützung bei der Planung der eigenen Forschung zu erhalten. Was ich aber jetzt schon mal machen kann, ist die Unterteilung der Fragestellung in Teilfragen. Hier wäre es zum Beispiel sinnvoll, erst einmal danach zu fragen, wie sich Gretes Trauer überhaupt in der Erzählung zeigt, dann, was erfolgreiche Trauerarbeit generell ausmacht und zuletzt, inwieweit das beschriebene Verhalten mit diesem Konzept übereinstimmt. Ein nächster Schritt könnte dann sein, zu diesen Teilfragen Recherche zu betreiben und darauf aufbauend die ersten Textteile der Hausarbeit zu schreiben. Okay, ich hoffe, dieses Beispiel hat Ihnen einen Eindruck davon gegeben, wie Sie selbst beim Planen einer Hausarbeit vorgehen können. Es ist zwar eine komplexe Angelegenheit, aber es lässt sich eben auch systematisch angehen und, wie gesagt, Sie können und sollten sich dabei Unterstützung geben lassen. Gerne können Sie dafür auch einen Termin bei uns zur Schreibberatung ausmachen. Einfach mal mit einer anderen Person über die Planungsaspekte zu sprechen, bringt meistens schon enorm viel.